Leonardo Narrel, Rudolf Willibrand Kesseler, erfand und moderierte im Jahre 1987 eine TV-Show, die Geschichte schrieb. Wie? Sie kennen Rudolf Willibrand Kesseler nicht? Vielleicht sagt es Ihnen mehr, wenn ich Ihnen den Künstlernamen verrate, nämlich Rudi Carrell. Und hier ist Ihr Herzblatt. Das wurde zu einem Kultzitat. Seit nunmehr 18 Jahren gibt es also diese Herzblatt-Show, bei der sich mittlerweile schon 7 unterschiedliche Moderatoren versucht haben. Man muss zugeben, interessant war es nur in den ersten beiden Jahren. Aber heute, meine lieben Narren, kann ich Ihnen versichern, wird es noch einmal so richtig interessant. Denn wer sich heute Abend als Kandidatin angekündigt hat, das kann selbst ein Rudi Carrell nicht toppen. Band ab bitte für Herzblatt 2004. Heute Abend hier in der Kühlburger Sportarena. Wir haben 3 hochkarätige Kandidaten für Sie ausgewählt, die heute Abend hier um das hochwohlgeborene Fräulein Kiliburgis werben wollen. Jegliche Ähnlichkeiten mit hier anwesenden oder nicht anwesenden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Sollten Sie jedoch, liebes Publikum, irgendwelche Ähnlichkeiten entdecken, haben Sie eine gute Fantasie. Begrüßen Sie nun mit mir die 3 Kandidaten. Nun einmal kurz vorstellen. Als erstes Sir Ottfried von Böckling. Der pfiffige Bogenbauer Winifried von Spinkchen. Und der altehrwürdige Alvis von Käppwiesel. Schönen guten Abend, Herr von Böckling. Herr von Böckling, ja. Sie sind kein gebürtiger Eifelaner, ist das richtig? Das ist richtig, ich bin ein Rheinländer. Sie sind ein Rheinländer. Ja. Dann trinken Sie sicher gerne Kölsch. Oh ja, ich trinke gerne Kölsch, aber auch einen Pilz. Früh? Früh, ja, und Frühaufsteher bin ich auch. Sehr interessant. Ja. Herr von Böckling, wie viele Lenze zählen Sie? Ich zähle 52 Lenze schon. Ein interessantes Alter für einen Mann. Von Beruf sind Sie? Lehrer bin ich. Lehrer. Ja. Haben Sie Hobbys? Ja, ich habe Hobbys und am allerliebsten koche ich. Sie kochen? Ich koche ganz gern mein eigenes Süppchen. Er kocht gerne sein eigenes Süppchen. Wie nett. Wollen Sie uns das Rezept vielleicht verraten, Herr von Böckling? Später vielleicht. Später gerne. Meine Damen und Herren, im Anschluss an die Sendung können Sie unter der Rufnummer 0190 11 11 11 dieses Rezept abrufen. Bei mir. Kommen wir nun zu Kandidat Nummer 2, dem pfiffigen Bogenbauer Winifried von Spinkchen. Wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie Eifelaner oder? Ja, ich bin ein
Eifelaner, aber ich komme aus dem Osten und suche hier Kosten. Sie kommen aus dem Osten und suchen hier einen Posten. Das ist jetzt ein Thema, das besprechen wir später, Herr von Schwegschen, dafür ist es noch ein wenig zu früh. Okay. Was haben Sie im Osten getan? Im Osten, ja, also ich habe dort einen Herrensitz gebaut. Einen Herrensitz? Einen, ist das das Gegenteil von einem Damensattel? Eher ein platter Burgenbau mit 27 Eigentumswohnungen. Ein platter Burgenbau. Kann sich das Publikum vielleicht so etwas Ähnliches wie Lego-Systembau darunter vorstellen? Ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen, gut. Sie haben Hobbys, Herr von Spinkchen? Ja, ich spiele gerne die Trompete. Soll ich Ihnen mal eine Gastprobe bringen? Später. Herr Spinkchen, vielen Dank. Das machen wir später. Ich weiß nicht, wie lange unsere Sendezeit ist und wir sind hier nicht bei Thomas Gottschalk. Vielen Dank. Herr von Spinkchen, Ihr Alter würde uns noch interessieren. Wie viele Lenze zählen Sie? Lenze? Dürfte ich bitte alle Lenze einmal bitten aufzustehen? Ich wollte wissen, wie alt Sie sind, Herr Ach so, also ich bin 65 Jahre alt und bin Rentner und habe viel Zeit. Das wirkt aber uns. Vielen Dank, Herr Pötschling. Kommen wir nun zu unserem altehrwürdigen Alvis von Kerbwiesel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr von Kerbwiesel, welche Gründe haben Sie hierher gebracht? Nun, ich bin hierher gekommen, da ich in Fräulein Killiboris den Schlüssel zu meinem Burgturm, ich meine natürlich den Schlüssel zu meinem Glück sehe. Können wir daraus schließen, dass Sie einen Schlüssel suchen? Das nicht direkt, aber ich bin deswegen hier. Wie viele Lenze zählen Sie? Über mein Alter spreche ich nicht so gerne, aber wie jeder weiß, gute Ware hält sich. Gut. Vielen Dank. Dies war eine kurze Vorstellung der Kandidaten. Begrüßen Sie nun mit mir die Hauptperson, unser hochwohlgeborenes Fräulein Killiboris. Was hat Sie bewogen, sich nach 5 Jahren bereits wieder dieser Prozedur zu unterziehen? Ach, wissen Sie, 5 Jahre mit einem und demselben Burgherrn, muss ich da noch mehr sagen? Mich gelüstet so nach mehr, nach so einem richtigen Mann, so. Danke, das reicht, wir haben verstanden. Ich dachte, es ging eigentlich eher um die Kandidaten auf der anderen Seite, aber schon gut. Fräulein Killiboris, möchten Sie nun mit Ihren Fragen beginnen? Ja, danke. Also, Frage 1. Kandidat 1. Ich lege Wert auf gutes Essen. Was tust du, um meinen Gaumen zu erfreuen? Also, Holde Maid, ich bereite dir am 1. Mai ein Frühstück à la Tiffany. Die Feuerwehr löscht den Durst, der Musikverein bläst den Marsch, und dazu gibt es natürlich kostenlos Brötchen für alle. Hört, hört, gleich so viele Personen auf einmal. Nun ja, Kandidat 2, wie willst du denn meinen Hunger stillen? Also, liebste Killiboris, hart an der Basis erklimme ich für dich die Mariensäule und blase dir einen, blase dir die Trompete, dass dir Hören, Sehen und der Hunger vergeht. Oh.
schlecht an. Kandidat 3, wie sieht denn dein Menü für mich aus? Nun, liebste Kiliboges, ich werde dich ins Belle Epoque entführen und serviere dir alten Plunder, garniert mit Tinnef, Holzwürmer an antikem Roquefort und zum Nachtisch gibt es angestaubte Mottenkugeln. Naja. Kommen wir doch dann nun zu Frage 2. Kandidat 2, stell dir vor, in ein paar Jahren haben wir viele süße kleine Kinderlein. Wie gedenkst du, sie in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen? Also, liebste Kilibokis, sobald die blaue Hose vom Umbau des Tennishäuschens am Nagel hängt, wo ich natürlich hart an der Basis gearbeitet habe, dann widmen wir uns unseren Kindern. Dann gebe ich Trompetenkurse im Haus des Gastes, damit auch alle ein Gute-Nacht-Lied spielen können, wenn am heiligen Abend auf der Hochstraße wieder alle Lampen ausgehen. Interessant. Kandidat 3, wie stellst du dir denn die freie Entwicklung unserer Kinder vor? Nun ja, da ich bald stolzer Besitzer einer antiken, fußläufigen Verbindung über die Kill sein werde, auch als alte Killbrücke bekannt, können die lieben Kleinen naturnah, wie schon ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und Väter... Hör auf zu schwafeln und zu lamentieren und komm endlich auf den Punkt. Na, wenn du mehr zu sagen hast, mach doch weiter, sag ich halt gar nichts mehr. Und Kandidat 1, was sagst du zum Thema Kinder? Also, Fakt ist, Kiliburgis, dass ich dafür eigentlich schon genug getan habe. Außerdem wurde die Gründung eines mittelalterlichen Pfadfinderstammes bereits erfolgreich von mir delegiert. Fakt ist weiterhin, dass die vollendete Entwicklung des kindlichen Geistes nur durch qualifiziertes, geschultes Fachpersonal gewährleistet sein kann. Hierzu verweise ich auf eine entsprechende Ausarbeitung der ortsansässigen Verwaltung mit allen wichtigen Entscheidungen und Fakten. Das sind aber ganz schön viele Fakten. Also so sieht deine Meinung über eine glückliche Kindheit aus. Aber kommen wir nun zu Frage 3. Kandidat 3, wie stellst du dir denn unser zukünftiges Heim vor? Nun, liebste Kiliburgis, in meinem bereits lange andauernden Leben habe ich viel Erfahrung in den alten Gemäuern gesammelt. Besonders Kirchen haben es mir angetan. Und im Rahmen der Stadtsanierung und Wiederbelebung des alten Ortskerns schwebt mir vor, in der Maximilienkirche eine Zwischendecke einzuziehen. Im oberen Teil werden wir unser Heim einrichten. Der untere Teil würde der Öffentlichkeit als Museum zugänglich gemacht. Dort kann sich dann die Bevölkerung an den heroischen Taten unserer Vorfahren ergötzen. So, so. Und Kandidat 1, wo sollen wir beide deiner Meinung nach später wohnen? Wir wohnen natürlich Iverbeck. Schon seit Jahren, allen Gutachten zum Trotz, habe ich die flächenmäßige Ausdehnung unseres schönen Städtchens vorangetrieben. Ein Ende ist noch nicht absehbar. Allerdings wurde die Sache in kompetente Hände weiterdelegiert. Wir werden vorerst in unser Sportlerhäuschen einziehen. Dort harren wir, natürlich mit neuen Toiletten, so lange aus, bis alle Lärm-, Wasser- und Schutzbestimmungen in trockenen Tüchern sind. Hoffentlich müssen wir da nicht zu lange warten. Kandidat 2, wie willst du mir denn dein Heim einrichten? Also erstmal muss ich sagen, da ich ein Mann der Tat bin, habe ich erstmal die Stühle hier ausgetauscht. Danke. Also, mein Traumhaus, liebste Kiliburgis, liegt im Herzen der Stadt. Und auch ich habe hart an der Basis, an der Renovierung geholfen. Wieder. Allerdings,
Wir benötigen noch einen potenten Investor, denn das Geld liegt ja bekanntlich nicht just auf der Strot. Potent! Ja, das wäre nicht schlecht. Tja, nach so vielen undurchsichtigen Aussagen bin ich ganz konfus. Bitte dich, Kandidat 1, mir zu erklären, warum ich mich nicht für Kandidat 2 entscheiden sollte. Das kann ich dir sagen, Kiliborgis. Modisch ist Kandidat 2 leider immer noch nicht auf der Höhe. Ich sehe ihn meistens mit blauen Hosen und einem motorisierten Mümm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 
der immer hart an der Basis arbeitet und kein Mann der lahmenden Tiere, habe ich eine praktische Lösung für dich parat. Und zwar empfehle ich dir meinen Mülli. Das ist eine vollautomatische Mülltonnenversenkungsanlage. Und gegen den Gestank... Gibt's dafür einen Winnie? Nein, das ist dann die Dachstuhlbelüftungsanlage, damit es nicht so müffelt. Dann können wir uns dann wichtigeren Dingen widmen. Uns dann den kleinen Winnies widmen? Ja. Schwer, mich ganz zu entscheiden, aber ich muss ja dann wohl. Gut. Holger Kiliborgis, du musst dich jetzt endgültig entscheiden. Bist du bereit? Nun ja, ein fescher Herr, der Brücken schlägt zwischen meinem alten Plunder und meinen neuen Gemächern und dann hart an der Basis mit mir und meinem Volke ein gemeinsames Süppchen kocht. Der wäre mir wohl am liebsten. Aber ein Burgherrn, der dies alles in sich birgt, den werde ich wohl nirgends finden. Ich beuge mich daher dem Willen meiner getreuen Untertanen und erwähle Kandidat Nummer 2, den hart an der Basis spielenden Hofbarbier mit hervorragender der die Trompete immer hart am Anschlag hat. Liebste Kiliborgis, ich glaube, du hast da etwas verwechselt, aber nun gut, belassen wir es dabei. Ich bitte nun zuerst Kandidaten 1 und 3 zu mir, damit du, liebste Kiliborgis, dir ansehen kannst, welch wackere Männer du dir hast entgehen lassen. In wenigen Sekunden, liebe Kiliborgis, kannst du dem Mann deiner Träume endlich in die Augen sehen. Bist du bereit? Ja, ich bin so aufgeregt. Vorhang auf! Ein großes Event zu bringen. Und nun Bühne frei für mein Geschenk. Herzlich, alles, was mir ist. Servus, grüß dich.
Liebes Publikum, das war Herzblatt 2004. Kommt bitte zu uns an die Theke, ihr bekommt noch eure Orden und euren wohlverdienten Wein. Ja. Natürlich die Truppe auch einmal vorstellen. Da hätten wir zum einen Daniela Stiebs und Monika Zahlen-Simon. Margit Schackert und Anke Gräber. Die gerade leidenschaftlich abgekutscht wird hier. Silvia Hoffmann. Sowie Marianne und Margot Helbig alias Maria Zimmer und Margit Weides. Du hast noch einen Ort zu bekommen, Margit. So, liebes Publikum, bedanken wir uns beim Herzblatt 2004 mit donnerndem Applaus und einem dreifach kräftigen Kibbutz.